Hier hat jemand hingekackt. Das ist ja eklig. Das ist ja widerlich, ist das ja. Das geht so nicht. Das ist ja eklig. Ja gut, kommt alle her. Hört doch mal auf euch immer und kann ich mal hier. Boah, ich hasse das, wenn die mir in den Rücken hauen, ne? Krieg ich zu viel. Ja! Eben, da krieg ich echt zu viel. Das tut immer so weh, wenn die mir in den Rücken hauen. Komm. Ja, ja. Ja, ja. Bumm. Weg. Alles gut. Eine Essenz brauchen wir noch. Frage ist nur, wo war denn überhaupt seine Frau? Was geht euch durch den Kopf? Ah, hier sind die ganzen versoffenen Geister. Und hier habt ihr Scooby-Doo. Scooby-Doo ist ein Hund, der ja komische Sachen macht. Scooby-Doo sieht hungrig aus. Vielleicht hat ihr Besitzer etwas, das helfen könnte? Und ihre Besitzerin, beziehungsweise sein Besitzer, ist nicht, wie man meint. Das ist mir eine Ehre. Ja, ja, deine Ehre. Deine Ehre von Grayskull, oder was? Was haben wir denn hier? Da geht ihr hier runter zu der Köchin. Braucht ihr etwas? Ja, ich brauche Schleckerlis. Ich weiß nicht, wie viele man braucht. Mögen die Reisen sicher sein? Glaub. 9 würden, 3 würden lang. Aber gut. Und dann können wir nämlich hier Scooby erstmal füttern. Scooby, lecker Futter. Und dann rennt Scooby los. Ja, ja. Komm, wir gehen Gassi. So, dann steht er hier rum. Gibt es für Scooby noch ein Futter. Und er robbt erstmal mit seinem Arsch über den Boden. Okay. Und dann rennt Scooby noch weiter. Und dann möchte er noch ein Leckerli haben. Scooby! Ja! Mal nicht so hochnäsig, junger Mann. Und Scooby geht ganz zielgerecht auf seinen Haufen zu. Und sagt dir, hier ist dein Haufen. Jetzt können wir in den Haufen wühlen. Und finden ein Item. Lecker. Und zwar eine schicke Kette, die wir uns anziehen können. Naja, gut. So viel zu Scoobys Geschichte. Ja, jetzt habe ich hier 3 Gold ausgegeben. Umsonst, egal. Haben wir da drin, damit wieder drin. Mit der Kette. Das war die Geschichte um den Geisterhund Scooby-Doo. Brauchen wir aber immer noch ein paar Essenzen. Gib mir die Essenz, denn die will doch ganz fix. Hey. Los, fall um. So, jetzt haben wir alle Essenzen. Und dann müssen wir nochmal, glaube ich, hier rein. Genau, und seine Frau liegt hier oben irgendwo auf dem Bett. Die wartet nämlich, glaube ich, auch noch darauf, dass seine Fähigkeiten wieder bereit sind. Da ist sie. Sucht ihr was Bestimmtes? Alice scheint auf eure Anwesenheit nicht zu reagieren, zeigt Alice die spektralen Essenzen. Auf dann. Wir haben geöffnet. Ich fühle mich so benommen. Was ist geschehen? Wer seid ihr? Wir sind tot? Ja. Tötet die schreckliche Anomalie im Keller des Gasthauses. Schönen Tag auch. Machen wir. Gleich wieder da. Moment. Die Anomalie, die im Keller haust. Denn es ist der kleine Kellergeist. Naja. Doch ein bisschen größer.
als was Kleines. Naja. So, nee. X muss ich drüben. Ach, hör doch mal auf da. Oh, falsche Taste. Lalalala. Oh. Haben die erstmal ein bisschen Rüstung zerreißen draufgehauen. Und dann schauen wir mal, dass er stirbt. Ja, mach du mal. Du weißt ja, Gift und Gift ist gut für mich. So. Relativ einfach. Oh, da ist sie ja schon. Wie geht's? Ich werde die anderen von unserem Schicksal überzeugen. Sie können es nicht mehr ignorieren. Man sieht sich. Sprecht mit Sir Edward in der Garnison von Admiral Taylor. Mögen die Reisen sicher sein. Gleich klar. Was haben wir denn jetzt hier? Meisterschaftsschmuck. Ah, ja, können wir austauschen. Das ist sowieso nur Level 90. Und, so, vernichten. Tschüss. Schnell raus hier. Ansonsten kriege ich gleich einen Anfall. So, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt da rein. Und die haben dann auch wieder ein paar Quests. Also die Quests, die hier jetzt sind, die kenne ich wieder. Weil das auf Vorderseite genau dasselbe ist. So, tötet 8 Garnisonsverräter. Machen wir. Was ist euer Problem? Was mein Problem ist? Du bist tot. Und ich rede mit dir, das ist mein Problem. Holt euch 10 Arsenalkanonenkugeln und eine Arsenalkanone. Ah, machen wir. Kugeln, Kanone, kein Ding. Na, hey du Verräter. Ja. Dich entblößt, hätte ich fast gesagt. Enttarnt. Ich hab dich entblößt. Dich schnackig gemacht. Du Geistersoldat. Geister Soldatin war das ja. Wenn das ein Soldat gewesen wäre, hätte ich mir echt Gedanken gemacht. Am besten noch Haare. Auf den Zehen. Oh, da ist eine Kiste. Oh, da ist ein Mob. Oh, hier ist ja nichts los. Ich nehme mir mal die Kiste, ne? Wie, die ist verschlossen. Ihr benötigt den alten Schlüssel. Ach, den alten Schlüssel, ja genau. Ja, das können wir später machen mit dem Schlüssel. Da müssen wir eh nochmal hin. Da möchten wir eh erst hin, bevor das für uns attraktiv genug ist, dass es uns hilft. So, er hat nochmal seine Formel vorgelesen fürs Holzhacken. Kennt man ja. Die Holzhackformel. Die hat ja jeder, die braucht man ja auch, das ist total wichtig. So, jetzt hör mal auf da herum zu fluchen. Ich gehe dann mal. Ich frage mich gerade, ob man hier den Anhänger auch kriegt. Wo kommt die denn her? Wer zum Teufel bist du? Verwallender Geist. Hallo. Gnom. Wo auch immer du herkommst. So, hier haben wir einen NPC. Mal gucken, ob wir den schaffen. Der kann nämlich ganz schön Aua machen. Hallo? Kommen Sie mal da runter, junger Mann. Dankeschön. Und ihr kennt ja das Problem mit dem Vogel. Hör auf damit. Ja, ja. Ja, nicht bereit. So. Naja, vielleicht ist das auch nicht so ein Problem, wie ich dachte. Drehwerk ist auch einfach immer. Da kann man ja auch einfach das Ding sagen, ne? Außer beim Vogel. Mit dem Vögeln hat das nicht so. Der kleine Mann. Kann ich noch nicht tun. Ja, ja, kannst du noch nicht tun. Aber ist ja auch noch jung. Ist ja noch kein Hund.
kann man das schon mal vergessen. So, was haben wir denn jetzt? Eine Sense. Mit Stärke, Ausdauer, Vielseitigkeit. Eine Zweihandsense. Das ist besser als das blaue Ding. Tauschen wir die doch mal aus. Mensch, du sollst das als das blaue Ding austauschen. Ob wir die morgen können zu zwei blauen Sensen? Zu zwei Sensen? Sind zwar, ist zwar ein bisschen lila, aber... Ja, Gott. Man weiß ja nicht, wie der Drehwerk so drauf ist. Vielleicht steht er ja auf Liege. Kann ja passieren. So, dann nehme ich hier noch die ganzen Kugeln mit. Ach so, ich wollte ja noch gucken wegen dem Anhänger. Uno Momento. Ja, komm hier, fall um. Nimmst du die auch mit? Nee, ich will nicht nochmal mit dir kämpfen. Hau bloß ab, ey. Hallo. Nasi. Wieder so ein Geist. Wo kommen denn nur mit Geister her? Ist aber auch neu. Kann mich ruhig daran erinnern, dass hier Geister kommen. Ja, genau. Aber ich hasse ja Mobs, die mich ankasten von irgendwo, ne? Steht man einen halben Kilometer weit weg und die Hillcard. Ja, ja. So. Aber wo war das denn? Das war doch hier irgendwo. Oh, der Anhänger, oder kriegt man den als Allianzspieler nie? Das kann natürlich sein. Aber vielleicht kriegt man den anderen. Unschuldige Dorfbewohner. Nö, ist aber auch nichts, was wir anklicken könnten oder so. Ja, vielleicht kriegt man den ja gar nicht, weil das ist ja ein Untoter, das ist ein Todesritter-Untoter. Aber der scheint nie für die Allianz verfügbar zu sein. Naja, gut. Vielleicht finden wir hier einen anderen, ich weiß es nicht. Brauchen wir noch was? Nö, ich glaube, wir haben beides, ne? Guten Tag. So. Ehre dem König, Freund. Ja, ehre du auch den König. Hier habt ihr eure Kanonen. Lebt wohl. Ihr geht mir auf die Nerven. Warte, ich hab dich nur einmal angeklickt. Ich geh dir gleich mal auf die Nerven. Warte. Findet Admiral Taylor von... auf Admiral Taylors Bauernhof. Seid vorsichtig. Ich bin beschäftigt. Ja. Ihr geht mir auf die Nerven. Ja. Was ist euer Problem? Weiß ich nicht. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Mir doch egal. Hört auf. Nö. Was ist euer Problem? Ja, ich klick dich an. Ihr geht mir auf die Nerven. Ja. Was ist euer Problem? Ich klick dich an. Ihr geht mir auf die Nerven. Ich klick dich trotzdem an. Ich bin beschäftigt. Ach, geh doch weg. Ich kann das ewig machen, auch wenn du der Geist bist. Ich klicke auf, wenn ich tot bin. Unschuldige Dorfbewohner. Ah ja, komm. War klar, dass du auch nochmal ankommst. Kann man die irgendwie anquatschen? Wie geht's? Ich bin ganz ohr. Ja, kann man nicht. Naja, gut. Ja. Und zwar braucht man ja für die Kiste, die wir da hinten gefunden haben, einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel, der ist hier versteckt. Da. Hier hinterm Baum, auf dem Stein. Jetzt haben wir den alten Schlüssel, dann können wir gleich zu der Truhe gehen. Aber erstmal gehen wir zu Admiral Taylor. Da kommt der böse Mann. Ob man den schon abfangen kann? Bevor der irgendwas macht? Ja, ungültiges Ziel. Schade. Hier wird nämlich Admiral Taylor total böse behandelt, ne? Total böse. Ist nicht nett, was der da macht. Aber er ist ja auch
Der dunkle Fürst. Zauberer. Nekromant. Ding. Mensch, keine Ahnung. La 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 la. Oh, du bist ein Hübscher. Jetzt will er mich töten, wa? Zu weit entfernt. Aber ich habe Freunde. Mächtige Freunde. So. Oh, ich habe wieder zu früh gedrückt. Ja, egal. Ja, wir sind inzwischen schon wieder ein bisschen stärker, wie man sieht. Ausweichen aus dem, was der da castet. Mich auch. Warum? So. Hast du auch noch deine letzte Ölung? Ach, hör auf zu casten. La 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 la. Seuchtschleuder. Voll die Schleuder. Hey, der ist immun dagegen. Wie uncool ist das denn? Voll uncool. Oh. Mein junger Freund, du bist frei. Dieses Land prüft uns. Ja. Ganz gewiss tut es das. 100 Tempo. Denn auf dem anderen Schwert mal kurz gucken. 812 ist aber auch viel stärker. Ja, dann behalten wir das noch bis wir 100. Nehmen wir das hier einfach mit. Die Allianz muss sich durchsetzen. Ach toll, jetzt wertet das auch noch auf 153. Wir müssen es ja nicht vernichten. Gegebenenfalls können wir das ja einfach wieder anziehen. So. Sieht natürlich jetzt total Porno aus mit dem Schwert und mit der Sense. Haben wir hier noch irgendwas drin, was wir mitnehmen müssen, mitnehmen können? Hm, nö. Na gut. Ach, guck mal. Der Jesper ist da. Kann ich euch helfen? Sprecht mit Lieutenant Willem in Südhaven. Machen wir. Machen wir, machen wir. Aber erst gehen wir nochmal zu der Kiste. Kiste, Kiste. Das Gebäude war hier, das hier. Das ist, glaube ich, Rathaus soll das sein. Was? Ich muss näher ran. Diese Fähigkeit ist... Greifst du mich denn an? Ich glaube, es geht los, wa? Ich glaube, es geht los. Es geht los. Ach komm. Ihr wisst doch, wie das Spielchen läuft. Ich gewinne, ihr verliert und tot sind wir beide. Aha, Garnisonsbuch. Ja, das ja top. Naja, egal. Ein paar Ressourcen haben wir ja gekriegt.